Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute sehe ich wieder was aus, eine Vorzucht im Jänner, die Riesenzwiebelsorte Isa Craig. Die kann bis zu 1500 Gramm Knollen entwickeln und dadurch, dass die ja so groß werden kann, muss sie dementsprechend auch früh ausgesät werden. Wie ich das Ganze jetzt mache, das zeige ich euch. Ihr braucht dazu wieder Pflanzgefäße, da könnt ihr einfach nur so eine Schale nehmen oder so Becherchen oder einzelne Becher, das ist komplett egal im Prinzip. Dann wieder eine gute Erde, eine Aussaaterde oder Gartenerde gemischt mit altem Kompost, also schon Kompost, der nicht mehr Nährstoffe oder so viel Nährstoffe hat. Dann der erste Schritt, einfach eure Form füllen mit Erde. Das Ganze dann andrücken. Dann haben wir das Saatgut natürlich, die Samen von dieser Riesenzwiebel sind eigentlich ziemlich groß, fast wie Kohlrabi Samen und jetzt gebe ich da in jede Form einen Kern. Einfach in die Mitte legen. Jetzt sind die Kerne auf der Erde. Die Zwiebeln gehören circa, also die Zwiebelsamen gehören circa 1 cm unter die Erde. Das heißt, ich streue da jetzt überall etwas Erde drauf. Zum Schluss dann angießen, befeuchten mit der Sprühflasche, habe ich gute Ergebnisse, weil das Wasser nicht in einem großen Schub auf die Erde kommt und somit die Kerne, das Saatgut nicht mehr hochspült. Das Ganze ist jetzt großzügig angefeuchtet worden. Die Zwiebeln werden zu circa 2 Wochen bis 3 Wochen brauchen, bis sie keimen. Das Ganze natürlich stelle ich natürlich wieder in ein Zimmergewächshaus. Das ist optimal, da kann man die Luft regeln, die Lüftung. Dadurch hat man da immer ein leicht feuchtes Klima. Warm muss natürlich sein, dadurch können dann die Kerne gut keimen. Dann die andere Methode, Zwiebeln anzubauen, ist die Steckzwiebelmethode. Die bekommt man eh auch überall zu kaufen. Die sind aber erst im März, dann März, April werden die dann ins Beet gesteckt. Aber dazu gibt es dann ein separates Video. Und falls ihr mal solche Zwiebeln habt, welche austreiben, die könnt ihr auch einpflanzen. Jetzt im Winter vielleicht in einen Topf ins Haus oder unterm Jahr einfach rauspflanzen. Die bildet dann wieder schönes Kraut und fängt dann an zu blühen.
So habt ihr dann wieder Möglichkeit auf eigenes Zwiebelsaatgut. Ich hoffe, euch hat das kleine Aussaatvideo gefallen. Hier oben gibt es das andere Aussaatvideo von mir, vom Jänner. Paprika und Chili waren da dran. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.